Wenn Indiana Jones sich Hut und Peitsche schnappt, Entwickler mal wieder zu viel auf Twitter verraten und der Kriegsgott weiter griechisch serviert, ist es wieder Zeit für einen Besuch in der PC Games Gerüchteküche. Hier servieren wir euch jede Woche das neueste Gerede der Gaming-Branche und schauen, ist da wirklich was durchgesickert? Ist das mit Vorsicht zu genießen? Oder labert da jemand einfach nur Stuss? Lasst uns gern ein Abo da, so seid ihr auch nächste Woche Dienstag direkt wieder mit dabei. Wir legen los mit wohl dem Spiel aktuell. Na klar, Starfield. Kurz vor Release kommt ein Leak nach dem anderen um die Ecke. Von Startbildschirm über die ersten Ingame-Minuten bis hin zum Character Editor. Das Netz ist voll mit Material. Ein Video hat nun aber für Diskussionsstoff gesorgt. Starfield soll die Spieler in ein Weltraumabenteuer seinesgleichen entführen. Wer auf Erkundungstour gehen möchte, kann sich einen Planeten aussuchen, an einem beliebigen Ort landen und grenzenlos erforschen. So zumindest die Ankündigung und Hoffnung vieler Fans. Ein Reddit-Post soll nun aber das Gegenteil zeigen. Die Planeten scheinen nicht durchgehend offen zu sein. Laut Video wird nach einem 10-minütigen Fußmarsch eine unsichtbare Grenze erreicht, inklusive Einblendung, dass man umkehren sollte. Also, was jetzt? Starfield? Eine Mogelpackung? Sicherlich nicht. Versuch doch mal in einem Open-World-Spiel 10 Minuten lang stringent in eine Richtung zu laufen. Das ist schon eine gewaltige Strecke, werdet ihr merken. Einige andere Reddit-User haben sich an dieser Diskussion mit beteiligt und einen Vergleich zu Sony's Spider-Man gezogen. Auch hier sind die Spieler 10 Minuten lang in eine Richtung gelaufen und hier wird deutlich, wie Spielwelten eigentlich designt werden. Auf dem Weg tauchen immer wieder Aufgaben oder Events auf, die unsere Aufmerksamkeit erhaschen wollen. Wenn wir uns zu weit von spannenden Orten entfernen, geben uns die Spiele zu verstehen, dass wir in eine andere Richtung gehen sollten. Die Diskussion um Planetengrenzen in Starfield ist also eher künstlich aufgezogen. Und auch im Video sieht man, dass je weiter der Spieler weggeht, die Welt immer karger und uninteressanter wird. Sich darüber aufzuregen ist am Ende womöglich genauso sinnlos, wie sich in einer Sandwüste zu beschweren, dass es nicht noch mehr Sand gibt. Das Video scheint echt zu sein, ist aber schon von einigen Plattformen wieder verschwunden, die Diskussion läuft aber immer noch. Und wir bleiben direkt bei Bethesda und einem Projekt, über das wir bisher eigentlich gar nicht so viel wissen, Indiana Jones. Anfang 2021 hat Bethesda wie aus dem Nichts ein Spiel rund um den Peitsche schwingenden Abenteurer angekündigt. Dem kurzen Teaser konnte man damals entnehmen, dass es von Machine Games unter der Regie von Todd Howard entwickelt wird. Machine Games war zuletzt seit 2014 für die Wolfenstein-Reihe zuständig, zumindest die Antagonisten scheinen damit klar zu sein. Das letzte Indie-Spiel ist mittlerweile fast 15 Jahre her und entsprechend aufgeregt dürften die Fans der Filmreihe sein. Einen kleinen Dämpfer gab es aber schon im Juni, entgegen der ursprünglichen Planung wird das Spiel exklusiv für Xbox Series und den PC erscheinen. Und das würde auch zu dem Vorhaben von Microsoft passen, wonach jedes Jahr 4 Exklusivspiele erscheinen sollen. Bethesda scheint dafür wohl eine wichtige Rolle zu spielen, denn auch Redfall und Starfield gehören zu den Titeln, die nicht für die PlayStation erschienen sind. Außerdem soll der Game Pass weiter gepusht werden, denn Indiana Jones soll direkt ab Tag 1 im Abo-Modell verfügbar sein. Für Bethesda-Chef Todd Howard handelt es sich auf jeden Fall um ein Herzensprojekt, ist er doch der größte Indiana Jones-Fan der Welt. Und obwohl er zuletzt wohl genug Arbeit mit Starfield am Hut hatte, blieb ihm doch noch Zeit für Dr. Jones. So viel Zeit, dass das Spiel wohl zur Hälfte fertig sei. Zumindest hat er das nun im Interview mit der GQ erklärt. Wirklich viel mehr hat Howard leider nicht über das Spiel verraten. Was wir aber wissen, es handelt sich um eine Originalgeschichte, die mit den Filmen im Einklang stehen soll. Ob wir 2025 dann mit Indie auf dem PC und der Xbox rechnen können, bleibt natürlich abzuwarten. Wenn wir davon ausgehen, dass die Entwicklung etwa 2021 angefangen hat und wir nun bei der Hälfte sind, wäre ein Release 2025 dann aber denkbar. Entsprechend können wir vielleicht im kommenden Jahr auch erstes Trailer-Material erwarten. Todd Howard hat damit jedenfalls ein spannendes Zeichen gesetzt und bis dahin haben wir ja eh noch genug mit Starfield zu tun. Wenn es um Release-Daten geht, dann müssen wir jetzt wohl auch einen Blick auf Dragon Age Dreadwolf werfen. 2018 wurde das Spiel erstmals bei den Game Awards angekündigt und immer wieder tauchen seitdem neue Informationen auf. So wissen wir mittlerweile, dass die Geschichte aus Inquisition weitererzählt wird und wir in die Rolle eines Nobodies schlüpfen. Im Spiel treffen wir auf den namensgebenden Dreadwolf, der uns zuvor in der Reihe als Elf Solas hintergangen hat. Nun möchte er die Welt zerstören und es liegt an uns, die Welt zu retten. Klingt klasse! Und, wann kommt das Spiel raus? Naja, man weiß es irgendwie nicht so recht.
Laut Jeff Grubb war das gesetzte Ziel August 2023. Das Release-Fenster wurde aber weiter nach hinten verschoben und März 2024 angepeilt. Und jetzt wurde das Datum laut Grubb noch weiter nach hinten verschoben. Der Sommer 2024 soll jetzt geplant sein, aber die ersten Vermutungen stehen im Raum, dass es sogar noch später wird. Ein weiteres Jahr, um genau zu sein. Grund dafür sind die Umstrukturierungen bei BioWare. Zuletzt wurden 50 Mitarbeiter entlassen, um ein agileres und fokussierteres Studio zu schaffen. Die einzige Chance hat man wohl darin gesehen, eigene Mitarbeiter loszuwerden. Möglicherweise könnte es aber auch ein Versuch sein, Kosten einzusparen. Lirum larum, die Entlassungen und Verzögerungen könnten größere Auswirkungen haben. So sollen wohl Mitarbeiter vom neuen Mass Effect abgezogen worden sein, um sie für Dragon Age einzusetzen. Ein Teufelskreis entsteht. Jeff Grubb sagt zumindest, dass es nicht die letzte Release-Verlegung sein soll. Seine genauen Quellen nennt er nicht. Aus der Vergangenheit kennen wir Grubb aber als zuverlässigen Insider. Call of Duty-Fans können schon mal die Bordkarte bereitlegen und den Fallschirm über die Schultern werfen. Es geht zurück nach Verdansk. Stück für Stück werden uns aktuell Gameplay-Trailer zum neuen Call of Duty Modern Warfare 3 hingeworfen, das am 10. November erscheinen soll. Bisher scheint Fanservice im Vordergrund zu stehen. Im ersten Trailer sahen wir den Antagonisten Wladimir Makarov, den wir ja bereits aus der Reihe kennen. Der erste Gameplay-Trailer zeigte neben einigen gewohnten Gesichtern wie Captain Price, Ghost oder Farah Karim auch ziemlich bekannte Orte. Die Festung am Anfang sieht dem Gefängnis aus Verdansk ziemlich ähnlich und auch das Stadion und dessen Zufahrt sind sehr vertraut. Verdansk kennen wir ja schon so aus einigen COD-Ablegern, aber besonders diese beiden Orte spielen eine große Rolle in Call of Duty's Battle Royale Warzone. Zum Release 2020 war Verdansk der einzige Schauplatz, den Warzone zu bieten hatte. Bei vielen Fans gilt die fiktive Stadt bis heute als beste Battle Royale Map. Nach vielen Versuchen, neue Schlachtfelder zu entwerfen, stießen die Macher aber immer wieder auf Kritik von den Fans. Nun entbrannte aber neue Hoffnung, und zwar Hoffnung, die berechtigt sein könnte. Auf der Plattform, die früher Twitter hieß, veröffentlichte Modern Warzone eine Spielerumfrage über das aktuelle Gameplay, die wohl direkt von den Call of Duty-Machern kam. Dazu schrieb er, dass, wenn die Umfragen wirklich von Bedeutung seien, man Verdansk definitiv als Battle Royale-Karte wiedersehen darf. COD-Leaker Ghost of Hope hat das geteilt und ergänzt March 10th, 2024. Trust the plan. Handfeste Beweise oder Quellen hat er nicht angegeben. Ein einziger Hinweis wäre, dass Warzone am 10. März 2020 seinen Release feierte und die Map zum 4. Geburtstag wiederkommen könnte. Zumal die Orte von damals neu gebaut wurden. Ein wirklicher Beleg ist das aber nicht. Genießt die Meldung also erstmal mit viel Vorsicht. Die Flamme der Hoffnung darf erst einmal auf niedriger Stufe gestellt werden. Bleiben wir doch direkt auf Twitter und schauen auf einen Hinweis zu einem Remake von The Darkness. Die Entwickler Night Dive Studios haben zuletzt einige Spiele neu aufgelegt. System Shock, Quake und nun eben The Darkness. Ein User hat geschrieben, dass er mal wieder Lust hätte, eine Runde The Darkness zu spielen. Seine PS3 möchte er dafür aber nicht starten und fragt, ob nicht jemand ein Remaster oder Port für den PC machen könnte. Prompt schreibt Stephen Kick, CEO von Night Dive, es ist auf der Liste. Neben einigen bereits veröffentlichten Remasters sind bereits einige weitere in der Mache, darunter Sin Reloaded, Turok 3 und Star Wars Dark Forces Remaster. Zwar kommt der Post vom CEO höchstpersönlich, aber wir sollten trotzdem zunächst auf eine offizielle Ankündigung warten. Denkbar ist aber, dass die Neuauflage für den PC und alle aktuellen Konsolen erscheinen könnte. Ob das Spiel wieder eine geschnittene oder diesmal eine Uncut-Version bekäme, steht auch noch aus. Fans des düsteren Shooters rund um den dämonischen Jackie dürfen aber darauf hoffen, bald wieder mit der dicken Wumme durch New York zu ziehen. Ob Port oder Remastered bleibt abzuwarten, genauso wie ein genaues Release-Datum. Aber zumindest steht das Spiel auf der Speisekarte. Zum Abschluss des heutigen Menüs gibt es Griechisch. Schon in der vergangenen Gerüchteküche sprachen wir über God of War. Da ging es um eine neue Stellenanzeige der Santa Monica Studios, den Machern von God of War. Die suchen nämlich einen neuen Combat Designer, der sich um das Kampfsystem in einem neuen Ableger kümmern soll. Und nun haben wir Hinweise, wie es weitergeht. Sony arbeitet laut dem Leaker The Snitch an einem Projekt mit dem Titel God of War Ragnarök DLC. Das würde also bedeuten, dass die Geschichte rund um den Kriegsgott in der nordischen Mythologie weitergeht. Ob es sich um eine klassische Erweiterung handelt oder der DLC für sich steht, wurde nicht verraten. Auch steht aus, ob dann überhaupt ein nächster God of War Teil in der Pipeline ist. Die Story aus Ragnarök ist bisher nicht abgeschlossen, was sich mit dem DLC dann aber ändern könnte. Auch dass die Santa Monica Studios aktuell an einem weiteren Projekt arbeiten, spricht für einen DLC. Demnach soll ein Sci-Fi-Spiel in der Mache sein, auch hierzu ist bisher eher wenig bekannt, es soll sich aber um ein komplett neues Franchise handeln.
Abgesehen von der Info, dass ein DLC kommen soll, hat Snitch eine ominöse Uhr gezeigt, die auf ein Release-Datum hindeuten könnte. Wir vermuten, dass die Erweiterung dann zwischen März und April 2024 erscheinen könnte. The Snitch betont mehrfach, dass seine Quelle vertraulich sei, deswegen genießt die Info eher mit Vorsicht. Und damit sind wir am Ende unseres Gerüchte-Menüs für diese Woche angekommen. Habt ihr noch Hunger? Dann lasst ein Abo da. Den Nachschlag gibt's wie immer jede Woche Dienstag hier bei PC Games.